Freunde, herzlich willkommen zu. Wie nennen wir es überhaupt? Das Leben danach. Keine Ahnung, wie nennen wir es? Freunde, heute rezessionieren wir. Rezessionarrativ. Bewerten wir? Ja, die Pflegeprodukte, die wir euch beim letzten Mal gezeigt haben. Und ich habe da noch zwei andere dazu genommen, die ich sowieso immer nutze. Deswegen habe ich gedacht, ich zeigt die mal einfach so euch hin und her. Bewertet wird von 1 bis 5 Manolo Floyd Sterne. Und ja, seid gespannt. Also erstmal hier mein Haargel. Ihr seht, für dieses wundervolle, voluminöse Haar, hier habe ich dieses Alverde Haargel. Finde ich ziemlich cool. Starker Halt. Härtegrad 3, Freunde. Riecht gut. Oder? Also ich finde es super. Riecht so ein bisschen leicht holzig, aber doch sportlich. Es riecht nach Zitronengras, würde ich mal sagen. Ich gebe dafür 4 Sterne. Warum 4 Sterne? Weil es könnte noch ein bisschen unklebriger sein, meiner Meinung nach. Und wenn wir schon bei Haaren sind, kommen wir mal zu Haarshampoo und Spülung. Also, ich gebe für das Shampoo 4 Sterne. Also es riecht echt gut. Man muss sich daran gewöhnen, dass das irgendwie ein bisschen Gelee-artig ist. Finde ich irgendwie strange, aber gut. An sich ganz gut, nur habe ich das ein bisschen das Gefühl hinterher, dass meine Haare ein bisschen strohig sind. Auf der anderen Seite ist genau das, was dem Haar so ein bisschen Volumen gibt, deswegen 4 Sterne. Das, was, Freunde? Ja, das war hohe deutsche Kunst. Und die Spülung dazu ist halt eine ganz normale Spülung, könnte aber besser sein, deswegen von mir nur 3 Sterne. Ich möchte nochmal sagen, hier das Shampoo übrigens, ich habe es auch benutzt. Jetzt riecht mein Haar nach Lindenblüte Cranberry. Aber ich muss sagen, Freunde, auch wenn es riecht wie ein Huba-Buba-Kaugummi, mein Haar ist so voluminös wie nie zuvor. Freunde, da läuft man über die Straße, da schreien die Leute, Flo, warum hat dein Haar solch ein Volumen? Oder? So ist es, Freunde. So, kommen wir zu meinem Deo. Mein Deo ist der Hammer, Freunde. Erstmal hier. Nicht diese, wie nennt man das eigentlich? Diese, na? Hier, ihr wisst schon Bescheid, keine Erfrierungen unterm Arm, Freunde, sondern hier, schön hier, zack, seht ihr das? Das ist ein Traum. Schön wie beim, was hast du denn da? Erfrierungen unterm Arm? Ja, hier. ja, Freunde, davon gebe ich 5 von 5 Sternen. Richtig geil, ich liebe das. Es riecht auch so ein bisschen Müsli-Jochen-artig, aber. Ja. Freunde. Jetzt jammern wieder ganz viele rum, dass wir Müsli-Jochen. Müsli-Jochen-artig, aber geil. Ja, also ich finde es richtig cool. Beste Deo, was ich je gehabt habe. Und 24 Stunden Wirkung, Freunde. Vegan. Und ganz wichtig, ohne Aluminiumchloride, Freunde. Auch ganz wichtig für die Frauen. Ich glaube, so viele Frauen werden Männer-Deo nicht benutzen, aber Frauen, kauft euch Deo ohne Aluminiumteilchen. Ja, ganz wichtig, weil hier, Brustkrebs und so. Ne? Also hier, ohne Aluminium und geil, riecht gut, funktioniert. Preis ist nicht ganz günstig, ich glaube 2,50 Euro oder so, aber das ist mir wert, weil, Freunde, das ist wichtig, dass du nicht stinkst, ne? Oder? Ne? Mhm. Ja. So, dann kommen wir mal zu meinem Duschgel mit der passenden Bodylotion. Kriegt von mir auf jeden Fall. Ich habe gerade geduscht, deswegen ist noch ein bisschen nass. Naja, kriegt von mir 5 von 5 Sternen, also beides. Weil es riecht gut und ich hatte ja das letzte Mal schon erwähnt, dass ich so ein bisschen trockenere Haut habe. Und ich habe das Gefühl,
Das macht so babyweiche Haut. Deswegen 5 von 5 Sternen. Bitte. Danke. Und Preis-Leistungs-Verhältnis auch super. Ihr wisst, es war dieses Angebotspaket für 3 Euro irgendwas. Mit der passenden, wie nennt man das, Gesichtsmaske, die übrigens jetzt auch sehr, sehr geil war. Gut, Freunde, dann kommen wir zu meinem Beauty and Fruity Reinigungsschaum 3 in 1. Also erstmal, das ist Schaum. Dafür hat es schon einen Punkt verdient, weil ich liebe Schaum. Auch wenn ihr so, wenn ihr, kennt ihr das, wenn ihr zu Gast seid bei Freunden, die Kinder haben. Und dann steht diese normale Seife und daneben steht diese Kinderschaumseife. Ich nehme immer die Kinderschaumseife, Freunde. Meistens die mit dem Entenkopf. Ja, ich bin begeistert davon. Kinderschaumseife, Daumen hoch. So, aber zurück zu meinem Reiniger. Ist zwar eigentlich nicht für den Mann, ne? Also weil, außer der Mann, der sich schminkt. Aber egal, trotzdem, also erstmal, es riecht sau lecker, weil es riecht wie diese Apfelringe. Kennt ihr diese Haribo-Apfelringe? Hammergeil. Schmierst sie aufs Gesicht und du riechst wie ein Apfelring. Ne? Und ich find's gut. Kann jetzt nicht sagen, dass mein Gesicht sich reiner anfühlt als sonst, aber ich gebe ihm 4 Sterne. Bodybutter, Freunde. Bodybutter ist ja mal so mega geil. Also erstmal riecht sie richtig krass nach Beeren, weil es ist auch ein Bärentraum. Und dann ist sie auch mega geil auf der Haut. Es ist ein Limited Edition. Ich bin gespannt, wie lange dieses Limited gilt. Aber ich werde es mir auf jeden Fall wieder kaufen und gebe 5 von 5 Sternen, weil riecht sie richtig geil. Hält vor lange, riecht gut, zieht sehr schnell ein, was ich gut finde, weil meistens ist es ja so, dass man sich dann nach dem Duschen so eine Bodybutter nicht drauf schmiert, weil man 8 Stunden dann nichts mehr anziehen kann. Bei der halbe Stunde, dann ist es eigentlich gut eingezogen, man riecht den ganzen Tag nach einer Beere und dann läuft das. Kommen wir mal zur Körpermilch. Ja, hier die Körpermilch. An und für sich ist sie ja wirklich gut, ne? Aber, Freunde, ich würde sagen, für mich als Mann riecht die mir echt zu weiblich, Freunde. Also ich rieche hier wie so ein, nach was rieche ich eigentlich? Wie ein Kakaobutter-Hibiskus. So rieche ich, Freunde. Wie ein Hibiskus, der in Kakaobutter gefallen ist. Nee, es riecht wirklich zu weiblich. Deswegen von mir nur 3 von 5 Sternen. Allerdings für Frauen würde ich 5 von 5 geben, ja? Dann kommen wir mal zu 2 Produkten, die wir beide so ein bisschen nehmen können, wollen, sollen oder auch nicht. Einmal diese Handcreme. Babu! 5 von 5 auf jeden Fall. Obwohl, lass mal 4 von 5, oder? Nee. Nehmen wir 4 von 5, weil die ist so schmierig. Oder? Also ich würde dir 5 von 5 geben. So. Also die ist saugut. Das Ding ist, du cremst dich halt ein und das ist fettig wie Arsch. Also es ist echt saufettig. Macht das nicht vor dem Autofahren, sondern ist euer komplettes Lenkrad leicht schmierig. Aber an sich ist sie mega gut, die hält vor lange. Ja, die hält vor lang. Nein, die macht echt weiche Hände, hält super und... Also meine Hände hat sie super gepflegt. Freunde, guckt sie euch an. Ich gebe ihr 5. Und du? Ja, 5. 5, wir können auch 5 und 4 geben. 4 bis 5 von 5. Also 4 und 5 Sterne, Freunde. Da sind wir dann nach Adam Riese bei 4,5. Ne? Ja. Könnt ihr nochmal kurz durchrechnen? Holt euch den Taschenrechner und auf jeden Fall empfehlenswert. Jetzt kommen wir zu dem streitbarsten Produkt heute Abend, Freunde. Das haben wir auch nicht beim letzten Mal eingekauft, sondern das haben wir in unserem Bio-Veganer-Laden unseres Vertrauens eingekauft. Ja. Das ist Zahnpasta und die enthält Vitamin B12. Sprich, beim Zähneputzen supplementiere ich einfach Vitamin B12. Geile Sache. Ich finde Zahnpasta auch ziemlich cool. Allerdings muss man sagen,
Die schmeckt ziemlich salzig und man hat nicht so einen frischen Atem hinterher wie nach so einer standardmäßigen Odol-Zahncreme oder sowas. Macht Odol überhaupt Zahncreme? Ja. Ja. Also, die junge Dame hier zu meiner Rechten, die findet die ziemlich krass ekelhaft und würde die nie wieder benutzen, glaube ich. Also, von mir kriegt die definitiv 0 Punkte, weil das erste Mal, dass ich damit Zähne geputzt habe, habe ich echt gewürgt. Also, ich habe mich echt fast übergeben. Ich fand das so widerlich. Boah! Boah, nee, nie wieder. Bitterbös. Ich gebe der Zahnpasta 3 Punkte. Also, einmal 0. Aber. Und einmal 3 Punkte. Ich muss ja sagen, ein bisschen sympathisch ist sie mir. Sie ist rosa. Und zwar. Completely. Alter, wie rauscht mir stinkt, ne? Ja, Freunde. Aber wir werden auf jeden Fall noch weitere Zahnpasten für euch testen. Die ist auf jeden Fall nicht der Top-Favorit jetzt von uns. Also da kommt noch mehr. Wir testen auch immer weiter einiges, wenn ihr das natürlich wollt. Wenn nicht, dann kaufen wir es einfach für uns und machen keine Videos darüber mehr, Freunde. Oder? Ja, dann werden sie halt nicht so schöne Haut haben wie wir. Richtig. Voluminöses Haar, schöne Haut. Nach Bären riechend. Freunde. Könnt ihr euch aussuchen. Tja. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es war informativ für euch, Freunde. Findet ihr fast alles im DM. Alles im DM. Außer die Zahnpasta. Gibt natürlich auch noch andere Läden, in denen ihr was findet. Wir werden auch mal im Rossmann ein paar Produkte kaufen, was wir auch sonst so haben. Mein Duschgel, was ich immer benutze, ist auch vom Rossmann. Das habe ich aber heute nicht hier mit aufgebaut. Aber seid gespannt, da kommt noch mehr, da kommt noch einiges auf euch zu. Es kommen auch weiterhin Rezepte und dies und das. Es kommen bald Grill-Special. Spargelzeit ist jetzt, Freunde. Da kommt auch noch was. Und dies und das. Pi, Pa und Po, Freunde. Seid gespannt. Schaltet ein, klickt unsere Videos, verbreitet unsere Videos, erzählt uns weiter, empfehlt uns weiter und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Bang, Boom, Bang!